Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Das ist ein Toadhaus. Okay, ich dachte jetzt schon, hier kommt jetzt ein großes, geiles Level. Aber okay, habe ich wohl verwechselt. Wir nehmen mal wieder das Kleine und siegen heftig. Wir nehmen mal wieder die Feuerblume mit. Damit wir... What the fuck? Hat das gerade noch jemand außer mir gesehen? Das war ein nicer Bug. Aber okay. Ja, wir sind in der Wüstenwelt, in der zweiten Welt von Mario 3D World. Nachdem wir schon 2 Tode hinter uns haben, noch 18 übrig haben bis Welt 8, haben wir einen guten Schnitt, muss ich schon sagen. Nachdem wir hier große Scheiße gebaut haben und die Welt eigentlich noch gar nicht erkundet haben. Wir haben die Oberwelt noch gar nicht richtig angeguckt. Hier gibt es auch einige Secrets. Da unten seht ihr schon, da gibt es einen One-Up-Pilz. Da kommt man ran, indem man hier unten einfach langläuft. Oh, zack, wir gehen mal da lang. Ist ja auch wichtig, sowas zu zeigen. Ich meine, schließlich gehört es zum Spiel und es ist ja auch nicht umsonst da. So, gibt es da noch irgendwas? Kommt man da zu irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Nope. Hier sind auch keine Münzen, hier ist gar nichts mehr. Schade. Na egal. Habt ihr mir geschrieben, dass ich da was vergessen habe? Das habe ich nicht gesehen, nee. Ja, warum haben wir hier bitteschön unseren tollen Stempel vergessen? What the fuck? Warum ist mir das nicht aufgefallen? So wirklich gar nicht aufgefallen. Hier unten muss doch was sein, oder? Ja. Lol. Okay, vergesst, was ich alles getan habe. Ich schneide euch wieder, das guckt ihr euch nicht nochmal an. Bis gleich. Ich habe mal eben so random geguckt und mal eben auch die Fahne nachgeholt, ja? Denn schließlich hat die auch noch gefehlt. Okay, jetzt aber wirklich Partbeginn. Das war random. Das habe ich einfach vergessen. Ich bin ja richtig dumm. Da muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten. Ich habe das nämlich auch gar nicht mehr so richtig im Blut, dieses mit Collectibles und so. Da muss man schon mehr drauf achten. Da muss man jetzt schon wirklich mehr drauf achten, aber okay. Wir machen zuerst mal dieses Rätselhäuschen hier, denn das haben wir noch gar nicht gehabt. Es ist auch wieder etwas Neues, was in 3D World dazugekommen ist. Hau sie weg im Rätselhaus. Wir spielen mit Toad. Ja, okay. Kann man mal machen. Und zwar, okay, das wird uns jetzt erklärt. Okay, dann lese ich es einfach nur vor. Willkommen im Rätselhaus. Hier findest du in jedem Raum einen Stern. Versuche so viele wie möglich zu sammeln. Und nun tritt ein. Stimmt, wir haben nämlich immer verschiedene Challenges und müssen uns immer hinarbeiten von Challenge zu Challenge. So. Und da muss man teilweise auch ziemlich schnell sein. Deswegen ist es gut, dass wir gerade Toad spielen eigentlich. So, hier. Sehr gut. Wir haben nämlich nur 10 Sekunden Zeit für alles. Und schnell laufen ist dann nichts Verkehrtes. So. Denn wenn wir einmal verkacken, dann müssen wir tatsächlich einmal komplett von vorne... Oh mein Gott. Okay, eigentlich hat er mich getroffen, da bin ich ehrlich. Warum hat er mich nicht getroffen? Wenn wir einmal verkacken, müssen wir wieder von vorne anfangen. Das heißt also, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. So, und wir haben es gepackt. Mehr oder weniger schnell. So. Immerhin... ist es noch ein einfaches gewesen. Es gibt nämlich auch später welche, da sind nicht nur... weiß nicht, wie viele Sterne waren das jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. 5? 6? Na, 5. Auf jeden Fall, es gibt später auch deutlich mehr. Ich glaube, es gibt auch jetzt mit 20, 30 Sternen. Weiß ich nicht. Über die Kullerhügel. Let's go. Das Level wurde, glaube ich, auch mal in der Demo gezeigt, oder? Ich glaube, ja. Aber da könnte ich mich jetzt auch irren. Ich glaube, das... Na, fuck. Das Level wurde auch mal in der Demo irgendwie gezeigt. Aber ich glaube, hier brauchen wir sowieso einen Katzensuit. Oder... also ich glaube zumindest, dass... ja, ich glaube, dass wir den hier brauchen. Denn das hier sieht sehr, sehr, sehr nach... du brauchst die Katze aus teilweise. Hier hoch schon wieder. Ja, siehst du. Da hört man auch den Stern. Na gut. So. Und ihr seid alle... ja, okay. Das ist das, was ich im letzten Part meinte. Von wegen, ja, du wirst gezwungen, mit einem bestimmten Charakter zu spielen. Ah, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich werde das jetzt mit Luigi weiterspielen. Ich werde es einfach dann mit Mario gleich nachholen. Ich finde das nämlich, wie gesagt, ich finde das nicht gut.
dass sowas dann verbindlich ist. Das ist dann uncool. Deswegen hole ich es gleich nach. Alles gut. Aber jetzt spielen wir erstmal mit Luigi weiter, denn ich wechsle jetzt garantiert nicht nur wegen, keiner wahrscheinlich dem Stempel oder sowas. Na, den Charakter, das mache ich nicht. So, hier werden wir wieder verfolgt von 20 Viechern. Die kennen wir, by the way, aus Mario World. Das sind Galumbas. Diesmal auch in 3D. Galumbas sind ja normalerweise Viecher, die wirklich nur in Mario World vorkamen. Und nicht in 3D waren. Bis dato. Einer hat sich gerade umgebracht. Nice. Und jetzt sehen Sie sie das erste Mal richtig in 3D. So, und hier ein Baseball. Ein sehr schöner zudem, denn wir können damit unsere Gegner killen. Das ist sehr gut. Mit einem Baseball wirft man seine Gegner meistens immer gerne ab. So, aber ich glaube, wir haben auch hier wieder was verpasst. Hier hoch ist, glaube ich, nicht dumm. Oder? Ja, okay, mehr oder weniger. Da war doch wirklich nicht so viel. Na gut, okay. Dann nicht, aber egal, wir wollen auch ein bisschen gucken und sehen vom Spiel und nicht einfach nur random, ja, nicht einfach nur random durchrushen. Das ist ja nicht Sinn des Spiels. Du Arschloch, du warst doch besiegt. Ja, goodie, Alter, am Arsch. Aber mit einer Stampfattacke können wir die Galumbas, by the way, sofort besiegen. Das heißt also kein nerviges nochmal drauftreten oder sowas. So, hier oben ist wirklich nichts, hallo? Hier, gar nichts, okay. Warte, ich glaube, wir können die sogar in der Luft festhalten, wartet mal. Ja, tatsächlich, okay, das macht irgendwie wenig Sinn physikalisch, aber egal. Wir sind in einem Nintendo-Game, deswegen hier macht physikalisch viel keinen Sinn. Okay, das war gerade weird. Komme ich hier irgendwie... Ja, tue ich. Da komme ich so hoch. Ah. Boah. Okay, fast aber tot Nummer 3. Ich muss echt aufpassen, was ich mit meinem Movement mache, Alter. Oh, es geht unterirdisch weiter. Okay, sehr nice. Sehr, sehr cool unterirdisch. Alter. Ich bin echt... Nee, also... Was ich teilweise mache, ist... Nicht gut. Absolut nicht gut. Ich glaube, da fesselt sich halt jeder wirklich 10-mal am Kopf und denkt sich, Alter... What the hell? Da geht mal bitte kacken. Hier unten war nichts, oder? Außer... Ja, wow, hier unten war wirklich gar nichts. Kann ich dich besiegen? Bringt das was? Nö. Bringt mir gar nichts. So, geht's hier weiter oder? Nee. Ah, okay, hier ist zum Beispiel auch wieder so eine nice Sache. Das ist auch so ein kleines Minigame. Man muss alle Felder einmal aktivieren. Ich glaube, das war auch in 3D-Land das erste Mal, oder? Dass man sowas machen musste. Das war, glaube ich, 3D-Land, ja. So, und dafür bekommen wir einen Grünstern. Und es spielt eine coole, keine Ahnung, Techno-Version von Mario Bros. Theme, aber okay. So, da oben war nichts mehr, oder? Ist wirklich gar nichts. Doch, da oben war noch was, aber wie? Guck mal hier. Guck mal hier, direkt mal das Vermögen geplündert von irgendwem. Sehr schön. Ah, okay, hier weiß ich noch, hier kann man runter. Das habe ich noch in Erinnerung. So, hier gibt es einmal dick Geld. Mehr oder weniger dick Geld. Und hier kommt man wieder nach oben. So, und so wie es aussieht, fehlt halt wirklich tatsächlich nur der Stempel. Und der wird sich unter dem Mario-Schalter verbergen. Da verwette ich meinen Arsch drauf. Also wirklich, ich verwette meinen Arsch drauf. Wenn da unter diesem Schalter nicht der Mario, der Stempel ist, dann, ja, keine Ahnung. Seht ihr meinen Arsch nachher auf eBay? Verwette ich den dort. Okay. Ich würde sagen, ich schneide wieder einmal, setze einen kleinen Cut und werde dann hier mit Mario einmal kurz auf den Schalter drücken und euch dann zeigen, was sich darunter verbirgt und ob ich nun meinen Arsch verloren habe. Ja, nee, danke, ich weiß schon, das ist alles, habe ich alles schon erklärt und zwar alles schon in Part 1. Okay, ich mache dann mal, ihr seht mich gleich wieder. Achso, ja, ist ja schon direkt hier so. Ja, okay. Ich habe meinen Arsch, by the way, nicht verloren. Da, oh, aber davon habe ich meinen Katzenanzug verloren. Oh, Kack. Ich spiele kurz zu Ende und wir sehen uns alle gleich wieder. Wenn wir dann weiterspielen. Ja, ist halt wirklich schon ein bisschen längeres Level. Also, bis gleich. Alles klar. Ihr habt gesehen, wir haben einen kleinen geilen Sticker bekommen. Wow. Hat sich ja richtig gelohnt mit Mario jetzt extra deswegen den Charakter zu wechseln. Ihr merkt, ich bin echt kein großer Fan davon.
Ich finde das wirklich mega kacke. Aus dem Weg, Maxi Galumbas. So, ihr werdet... Jo, okay, sorry. Ihr werdet instant vernichtet. Das ist ein bisschen problematisch, dass ich hier jetzt mit Mario spiele. Warte, ich springe mal ganz normal auf den drauf. Ja, ihr seht schon, der braucht auch nur zwei Tritte und dann ist er weg. Oder halt eine Stampfattacke, dann schafft man es in einem ganzen Sprung. Gut, lief tatsächlich besser, als ich dachte. Ich dachte nämlich jetzt eigentlich, wir müssen die in die Lava kicken. Aber okay. Dann nicht. So. Krass, wir haben schon 42 Sterne. Es geht ja alles doch schneller als erwartet. Schließlich ist das hier jetzt schon wieder fast das Finale von Welt Nummer 2. Und wir sind gerade mal in Part 3. Das ist deutlich krass. Auf dem Doppelkirschenberg. Okay, das Level ist tatsächlich auch wieder cool. Es gibt nämlich ein neues Item. Neben der ganzen geilen Katzenglocke gibt es jetzt auch diese Verdopplungskirsche. Und damit spielen wir zwei Charaktere gleichzeitig. Und ich muss euch sagen, es ist schon wirklich verwirrend, weil ich zeige euch mal kurz, was auch passieren kann. So, hier, guck mal. So, jetzt sind wir getrennt. Das ist zum Beispiel richtig kacke. Deswegen lauft am besten immer irgendwie gegen irgendwas gegen, dass ihr halt einfach wieder zusammenfindet. Denn ansonsten haben wir hier irgendwann richtig große Probleme und das wäre richtig mies. Und glaubt mir, ihr wollt nicht mit zwei oder drei oder vier oder fünf Charakteren, die ihr alle nicht mehr richtig steuern könnt, durch die Gegend laufen. Denn sonst verliert ihr euch und sterbt. Also die Charaktere dürfen, by the way, alle sterben. Das ist alles okay. Solange halt, ja, das ist halt das Weirde daran. Theoretisch könnte auch das Original sterben. Und es wäre egal, der Klon kann weitermachen. So, also solange halt einer noch übrig ist, den ihr steuern könnt, seid ihr nicht tot. Natürlich, wenn ihr runterfallt, dann seid ihr alle am Arsch. Ist natürlich klar. So, das ist übrigens auch ein Ding, was, glaube ich, aus dem Trailer stammt. Und ich würde jetzt ungern getroffen werden, deswegen... Ja, da ist ein Luigi schon mal weg, das ist scheiße. Und wir haben verkackt, denn hier sehen wir, wir brauchen zwei, mindestens. So, um halt eben den Stern hier freizuschalten. Deswegen beim nächsten Mal vielleicht doch einfach durchspringen. So. Hier eine Doppelkirche, ja, hier ist wieder eine. So, wir brauchen einmal kurz hier alle Luigis. So. Irgendwo am Ende gibt es, glaube ich, nochmal welche. Aber wir versuchen mal hier... Oh, Mann. Wir versuchen mal, keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Na, wobei, ich glaube, wir müssen sogar Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ja, aber das ist recht egal. Okay, perfekt. Nein, einer ist noch da. Okay. Jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir hier schon fünf. Also, das ist halt wirklich, wie gesagt, eine Sache. Fünf Luigis, Alter. Das ist schon lustig eigentlich, aber... Aha, weiß ja nicht. Wartet mal, ich glaube wir... Ja, wir brauchen das hier, wartet mal. Das muss wieder runtergehen und dann können wir hier hoch. So, Luigi. Ja, perfekt. Für den Stempel müssen wir einmal hier hoch. So, Luigis kommt mal in die Reihe. Ich glaube wir machen das mal nicht nochmal hier. Okay, wir haben gerade dezent alle vernichtet. Okay, wartet mal, ich glaube... Wir können auch mit einem nur... in die Röhre gehen. Und alle kommen nach. Ja, genau. Oh, und wir sehen schon hier, brauchen wir mindestens vier. Warte, ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Doppelkirsche. Oder lassen die einen jetzt hier einfach so allein? Ja, sie lassen einen allein. Sehr belastend. So, ein Luigi kommt einfach nicht mit. Das ist traurig, aber okay. Ist halt jetzt leider so. Und das Ding ist auch wirklich so hoch. Da kommst du halt so nicht ran. Ja, okay, einer ist jetzt sogar gestorben. Lol. Oh, Mann, ey. Es ist halt echt verwirrend und das ist halt leider auch so eine Sache, die kommt auch nicht so oft vor. Und ich sag bewusst leider, weil es halt einfach wirklich ziemlich ein cooles Feature ist. Es ist echt geil, aber es kommt so selten vor. Ist halt auch wie, also das ist natürlich gut, dass das weniger vorkommt mit diesen Puste-Dingern und so, die sind schon sehr nervig. Aber, naja, vor allem weil du halt auch theoretisch mit dem Controller spielen könntest, mit dem Pro-Controller und halt einfach mal... aufs Gamepad gezwungen wirst, ist halt auch doof. Bowsers Kugelwilli-Kolonne. Kolonne. So heißt das. Kolonne, du Idiot, Alter. Ist kein Deutsch oder was. So. Da oben sehen wir Panzer. Das ist auch so eine geile Sache. Aber so Panzer in einem Mario-Game zu sehen, ist halt, ja, weckt halt auch Mario Bros. 3 Vibes in mir. Ist halt schon irgendwie geil. Und ich finde auch 3D World vereint so viele mega geile Elemente aus den vergangenen 2D Marios. Und auch 3D Marios natürlich. Mit, ja,
mit eigentlich einem Game. Es ist halt wirklich so. Man muss es so sagen, wie es ist. Und wir sind ein bisschen zu schnell für das Ganze hier. Oh, und wir kriegen einen Kanonenknecht. Und wenn wir Y gedrückt halten, lädt das Teil sogar auf. Sehr episch. So, wir können hier... Ja, wieder einmal... Ein Item gewinnen durch die roten Münzen natürlich. Und wir können hier noch mehr Kanonen verschießen. So, bitte gehen Sie kacken. Ja, Sie auch. Wir sind ein bisschen zu schnell für die ganze Chose hier. Wir sind sehr anstrengend. Aber okay. Wir sind halt wirklich viel zu schnell. Wir müssen ein bisschen warten auf Mario. Quatsch, auf die Kamera. Dann hat sich das auch wieder hier. So, perfekt. Und für irgendwas brauche ich den Kanonenknecht hier doch noch. Bestimmt. Aber für was? Für irgendwas wird er bestimmt gezwungenermaßen nötig sein. Ich weiß aber nicht für was. Könnte auch sein, dass er komplett egal ist. Das ist natürlich auch so eine Sache. So, weil die Kisten hier können wir alle kaputt machen. Eigentlich ist er wirklich nur eine Erleichterung halt. Und mehr nicht. Ich meine, ich habe da nichts gegen, aber das Game ist, wie gesagt, schon ziemlich einfach. So, hier brauchen wir ihn. Und doch, wir brauchen ihn für den letzten Stern. Das ist natürlich dann wiederum was anderes. Und wir kämpfen gegen Bum Bum. Tatsächlich auch eine Sache. Sehr cool, dass der wieder da ist. Obwohl man ihn natürlich auch als 0815 Gegner aus den 2D Marios kennt. Er war auch in 3D World dabei. Und schließlich jetzt auch wieder hier bei uns in... Kock. Scheiße. In 3D Land. Quatsch. Er war in 3D Land dabei, wollte ich sagen. Ich sag immer 3D World anstatt 3D Land. Das ist immer so eine Sache. Sehr komplizierte Scheiße alles. Das ist. Musste ich mir eigentlich endlich mal in den Kopf rufen. Aber egal. Ist ja nicht schlimm. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Na, wenn wir hier 3D World spielen, ist ja klar, dass ich dann auch 3D Land meine. Na, weil wir sehen ihn hier ja offensichtlich. Und wenn ich sage, ja, er war auch in 3D World anstatt 3D Land, dann wird man sich denken, ja, okay, er wird wahrscheinlich auch in 3D Land gewesen sein. Na gut, okay, Fehlinformation meinerseits. Egal, ist scheißegal. Gönnt euch einfach nur diese freshen Moves hier. Ablenkung. Immer gut. So, wir haben die gelbe gerettet. Oder was auch immer. Ich glaube, die sind alle nach Farben sortiert. Und die hier ist gelb. Deswegen, wir haben sie gerettet. Toll. Ach, im Hintergrund neben Mario ist aus Pixel Luigi, by the way. Aber wir kriegen Bum Bum, wie er hier gerade random irgendwem auf die Fresse haut. Sehr cool. Ja, das war's mit Welt 2. Und wir haben fast 50 Sterne. Wir haben also schon ein gutes Stück vom Game geschafft. Und wir sind erst in Part 3. Und das Game ist gar nicht so kurz. Muss man eigentlich sagen. Warum macht eigentlich dieser Hammer so ein komisches Geräusch? Das habe ich mich schon immer gefragt. Warum macht er so ein Geräusch? Ich weiß nicht, wie ein Hammer so klingen kann. Egal. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir sind in Welt 3. Und ja, das Game ist halt wirklich nicht sehr kurz. Es ist halt wirklich kein kurzes Spiel. Und, naja, man muss zugeben, die ersten 8 Welten sind halt einfach auch wirklich sehr einfach. Und sehr schnell. Vielleicht, na gut, okay, vielleicht nicht komplett einfach, aber sie sind halt schon schnell. Aber man kann sie schnell durchspielen. So, Welt Nummer 3. Wieder hier ein kostenloses Stempelhaus. Sehr schön, sehr geil, sehr toll. So, hier Panzer fahren. Na, schon wieder Luigi, sehr toll. Oh, ein heulende... eine heulende Fee, Alter, wie geil. Oh Mann. Ich glaube, als es das Miiverse noch gab... habe ich tatsächlich mit diesen heulenden Feen irgendwie mal rumgespielt. Das weiß ich noch. Ich habe die recht häufig gepostet. Wenn halt irgendwer sich über irgendwas beschwert hat, das weiß ich noch. Ich habe mich dann immer wie so ein richtig asozialer Troll hingestellt. Da fällt sogar der Schnee von den Bäumen. Und dann halt eben einfach so einen Scheiß geschrieben, aber so die heulende Fee da drunter gesetzt. Sehr nice. So, ich glaube, in diesem Level hier war ein Bug möglich. Wartet mal kurz. Ja, habt ihr das gerade gesehen? Das ist nämlich die Rückkehr des beliebten Mario 64 Glitches BLJ. Nein! Oh, ich habe den Feuerball in die falsche Richtung geworfen und jetzt ist der Schneeball kaputt gegangen. Warte mal, ihr springt an so ein Ding ran. Au.
Und dann... Ja, das geht. Warte, das geht. Oh, fuck. Ich will das jetzt machen, das ist cool. Ja, okay, offenbar klappt das nur, wenn man klein ist oder sowas. Aber dafür habe ich hier was gesehen, und zwar hier ein Propellerhead. Warte mal. Gib mir den mal, der ist nice. Warum nicht haben? So. Okay, hier die ganzen Käfer kaputt machen. Und das war's mit dem Propellerhead. Toll, du Trottel. Super geil. Ich hoffe, wir kriegen noch einen. Und das wird uns jetzt nicht auf ewig verwehrt bleiben. Das wäre schon cool. Der Propellerhead ist schon nice. Nein, ich glaube, das war's. Wir kriegen keinen neuen. Scheiße. Lol, wir können ja sogar den Schnee, der auf den Blöcken liegt, schmelzen. Ja, ist ja geil. Okay, ja, sorry, aber das sind schon geile Details, die hier drin sind. Und ich glaube doch, hier gibt es noch einen Propellerhead, oder? Bitte. Nee, aber den Tanuki. Ah, übrigens, das hier ist auch ein toller Bug. Guck mal, wie schnell wir jetzt werden. Ich lieb's. Übrigens, hier ist auch nochmal was Neues. Und zwar gibt's hier einen Schlittschuh. Der ist sehr cool. Und dieser Bug ist so geil. Ich weiß, dieses Level ist so komplett verbuggt einfach. So, wir fahren aber mit dem Schlittschuh durch die Gegend, wenn wir es geschissen kriegen. Tod Nummer 3, yay! Schmutz, okay. Wir haben schon wieder verschissen. Tobi kann 3D. Oh Mann, ey, so ein Rotz. Das kann doch nicht wahr sein. Dritter Tod. Oh. Miese Scheiße. Okay, der Goomba hat sich auch gerade umgebracht wie ich. Aua! Vorsicht! Warte, ich möchte das mit dem scheiß Schneeball nochmal hinkriegen. Ich will das jetzt wissen. Okay, wow. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Es geht auf jeden Fall, es ist ein Bug und den kennt man auch. Ja, ich muss jetzt ein bisschen springen, damit man hier nicht so rumrutscht. Denn wenn ihr springt, rutscht ihr nicht so doll hin und her. Das ist schon nice. So, dafür machen wir jetzt hier aber wieder alles richtig. Die ganzen Blöcke schön weg. Wunderbar. Da machen wir richtig Gegenspringen hier. Na, das ist schon eigentlich ein schönes Level, aber weiß ich nicht. Irgendwie allein wegen dem Bug hier. Weiß ja nicht so. Sondern gut, dass wir jetzt hier Toad genommen haben, denn damit können wir diesen komischen Hasen sehr schnell fangen. So, ihr geht mal alle sterben. Was? Gibt's dafür nichts? Okay. Hab was dafür erwartet. Für alles erwarte ich eine Belohnung, ja? Für alles in diesem Spiel erwarte ich eine Belohnung. Ich mache nichts in diesem Spiel aus Spaß, ja? Ich will nur Belohnung haben. So, hier gibt's den super tollen Stempel. Und ein, so ein schöner Stern fehlt noch. Ah, da ist hier oben. Okay, sehr cool. Den kriegen wir auch nur mit dem Tanuki. Oder mit dem Propellerpilz. Je nachdem. Ich bevorzuge allerdings den Tanuki. Kann man ja auch sehen. So. Und hier auch wieder richtig schön zur Fahne auf dem Eis. Mega geil. Schönes Level. Ich mag Eislevel eigentlich gar nicht so, weil man halt auch rutscht und so. Aber auf der anderen Seite haben sie halt was. Einfach von der Schönheit her. Ja. Den Winter kann man so oder so sehen. Ich bin ja eigentlich eher so ein Winterkind. Ich mag Winter sehr gerne. Aber es kommt immer auf die Situation tatsächlich irgendwie an. Ich mag halt sonst auch Frühling natürlich. Finde ich auch cool und schön. Aber weiß ja nicht so recht. Weil im Sommer ist es mir zu heiß. Und wenn zu lange Winter ist oder Herbst, wirkt alles so tot. Und das mag ich nicht. Ich weiß nicht. Ich mag das halt nicht. Wenn man halt sieht, okay, die Umgebung ist so gut wie tot, ist halt alles egal. Ja, muss man wissen, aber okay. Wir machen im nächsten Part weiter, nämlich in... Ah, hier, in diesem Bowser-Ding. Wir gucken nochmal, was es ist. Es ist... Oh, okay, das Level, das ist nice. Okay, da sehen wir uns dann im nächsten Part in 3, 2. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.